Jan-Lennard Struff-Warstein hat beim ATP-Turnier in Winston-Salem, North Carolina das Achtelfinale erreicht. In der zweiten Runde gewann der 28-Jährige gegen den an Nummer 4 gesetzten Marco Cecchinato, Italien, 6:3, 6:4 und spielt in der Runde der letzten 16 gegen den Chilenen Nicolas Jarry, Nummer 14. Struff hatte bereits in Runde 1 eine gute Leistung gezeigt, gegen den Franzosen Benoit Paire in 2 Sätzen gewonnen. Für den deutschen Davis-Cup-Spieler ist es der erste Auftritt auf der US-amerikanischen Hartplatz-Tour in diesem Sommer. Aus deutscher Sicht ist bei der mit $778.070 dotierten Veranstaltung noch Peter Gojovcic am Start. Der an Position 16 gesetzte Münchner steigt durch ein Freilos direkt in die zweite Runde ein, in der er auf den Qualifikanten Horacio Ceballos Argentinien trifft. Turnierfavorit David Goffin hat nach seiner Aufgabe in Cincinnati zurückgezogen, der bestklassierte Spieler in Winston-Salem in der Weltrangliste ist damit Pablo Carreño Busta. Punkt. Hier das Einzeltableau in Winston-Salem Werbung.